Moin, ich zeige dir im heutigen Video, wie du diese Position, die tiefe Hocke, am einfachsten einnehmen kannst, warum ich die Position so genial finde und woran es bei dir wahrscheinlich scheitert, dass du nicht in dieser Position verharren kannst. Das alles siehst du gleich in meinem Video. Moin Moin, mein Name ist Dominik Barko von mybodymind.de. Ich bin Mobility Coach und erkläre euch heute ein paar Dinge über diese Position, die tiefe Hocke. Ich finde, die tiefe Hocke ist ein absoluter Gamechanger. Für mich persönlich ist das die, ja, man kann schon sagen, wichtigste Mobility-Übung, die man ausführen kann. Das ist eine Position, die jedes Kind spielend beherrscht, die bei vielen indigenen Völkern absolut gang und gäbe ist, um zu warten, um in dieser Position zu essen, halt einfach eine gemütliche Sitzposition zu haben, um auch von hier agieren zu können. Bei uns hingegen kann das kaum ein Erwachsener mit den degenerierten Körpern, die uns zur Verfügung stehen durch das viele Sitzen. Und das ist sehr schade, denn ihr braucht diese Position jetzt nicht nur, wenn ihr ein Kraftsportler seid und, sage ich mal, in der Kniebeuge die Range of Motion, also die Bewegungsmöglichkeit, den Bewegungsradius erhöhen wollt, sondern diese Position ist eine absolut perfekte Ausgangsbasis, um wieder am Boden agieren zu können. Heißt, wenn ihr mit euren Kindern spielen möchtet, dann könnt ihr euch in diese Position begeben. Wenn ihr Mobility Drills machen wollt, also, sage ich mal, einfache Hüftdrills, die ihr jetzt ausführt, oder Bodyweight Drills, die dann, sage ich mal, von der einbeinigen Kniebeuge über andere Drills weitergehen, dann braucht ihr halt einfach die tiefe Kniebeuge. Aber auch wenn ihr Alltagstätigkeiten ausübt, ist es deutlich von Vorteil, einfach in dieser Position fahren zu können, hier im Garten zu arbeiten, also einfach diesen Bewegungsradius vor sich zu haben und nicht immer nur den Bewegungsradius, den man vor sich hat, auf Brusthöhe. Und alles andere wäre auch deutlich komplizierter, denn das werdet ihr jetzt hier in der vollen Blickrichtung des Videos nicht sehen können. Wenn ich jetzt irgendwo im Garten arbeiten möchte und jedes Mal in dieser Position fahre, nur wenn ich jetzt hier und da Unkraut hüpfe, pflücke, dann ist das natürlich deutlich komplizierter, als wenn ich beispielsweise jetzt einfach in den Deep Squat gehe und in der tiefen Hocke arbeite. Und dementsprechend finde ich, dass die tiefe Hocke eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis ist, um einfach ein bisschen mehr Bewegung für den Alltag ins Leben zurückzuholen. Ich zeige euch jetzt im Folgenden die gängigsten Fehler, die man bei einer tiefen Hocke macht. Fehler in Anführungsstrichen, weil ihr durch diese tiefe Hockeposition halt einfach einen Kontrollmechanismus habt, wo ihr anfangt zu faken, wo ihr zu schwach, wo ihr zu unmobil seid. Also ist das gleichzeitig eine Art Kontrollinstrument, um eure Mobility zu checken. Und ich werde da sukzessive von unten nach oben einmal im Körper durchgehen, damit ihr gucken könnt, an welchen Baustellen ihr arbeitet. Es sei allerdings vorweg gesagt, die beste Übung, um die tiefe Hocke zu üben, ist die tiefe Hocke. Das mag zwar etwas klugscheißerisch klingen, es ist aber tatsächlich so, dass die Leute immer nach fancy Übungen suchen, halt irgendwas, was sehr extravagant und ausgefallen ist, um halt hier und da noch einen Zentimeter rauszuholen. Ich persönlich habe einfach sehr viel Zeit in der tiefen Hocke verbracht, beim Zähneputzen, beim Warten, beim Essen, bei der täglichen Bewegung und halt auch im Training, sodass ich diese Position jetzt hier über Stunden hinweg, war es vielleicht übertrieben, aber über einen sehr langen Zeitraum hinweg sehr bequem einnehmen könnte. Zumindest hier über die 10-15 Minuten, die das Video dauert, ist das für mich auch gar kein Problem inzwischen. Und deswegen möchte ich euch jetzt zeigen, wie ihr am besten anfangt. Starten wir bei den Füßen. Wie immer achten wir hier bei mybodymind auch ein bisschen auf die Details. Und zwar gehen wir zuerst auf die Fußform ein. Ihr solltet den Großzeh ankern und den Großzeh nicht zu nah an den anderen Füßen haben, weil ihr halt so einfach eine viel höhere Auflagefläche habt und viel mehr Kraft generieren könnt. Und ihr solltet ein aktives Fußgewölbe aufrichten. Heißt, typisch ist es, dass in der tiefen Hocke oftmals die Fußgewölbe nach innen zum Plattfuß kollabieren. Also ihr nicht dieses schöne aufgerichtete Fußgewölbe habt, wo ihr eine Spannung im Fußgewölbe und über den Tibialis erzeugen könnt, sondern dass ihr nach innen ausweicht, wie ihr hier dann so ein bisschen nach innen kollabieren, was natürlich eine Position ist, die jetzt nicht so besonders schön ist und vor allem besonders kräfteraubend auch. Daher absolut ungeeignet. Achtet darauf, dass ihr das Fußgewölbe aufrichtet. Das könnt ihr machen, indem ihr euch mein 5-minütiges Fußworkout, das werde ich auch nochmal hier in diesem Fall jetzt als Karte einblenden, ab und zu auch mal ausführt, um hier ein bisschen mehr Spannung und Kraft reinbringen zu können.
Das wohl häufigste Problem in der tiefen Hocke sind die zu unbeweglichen Sprunggelenke. Das werdet ihr daran feststellen, dass ihr entweder erstens diese Ausweichbewegung macht. Ich sage immer, das ist die typische Bewegung, die ein Fußballer auf dem Gruppenfoto hat, weil auch gerade bei Fußballern doch die Sprunggelenksbeweglichkeit häufig sehr eingeschränkt ist. Und ihr versucht die Position hier, die ihr einnehmen könnt, wenn ihr genug Mobilität im Sprunggelenk habt. Oder anders formuliert, wenn eure Kniescheibe in einer gedachten Linie jetzt über die Fußspitze ragen kann. Also in dieser Position, wenn ihr diese Position schafft, ne, also hier eine gedankliche Linie deutlich über die Fußspitze habt, dann könnt ihr besser in die tiefe Hocke, als wenn ihr überhaupt nur bis hierhin kommt. Das heißt, ihr habt zwei Ausgleichsmöglichkeiten. Entweder ihr macht das hier, also ihr hebt eure Hacken vom Boden ab. Oder zweitens, ihr fallt so nach hinten. Heißt, ihr habt gar nicht mehr die Kontrolle hier hinten, weil ihr nicht mehr genug Mobilität habt im Sprunggelenk, um euch nach vorne zu justieren. Hier hinten hat man kaum noch eine Kontrolle und zack, man fällt nach hinten wie ein Käfer auf den Rücken. Könnt ihr umgehen, indem ihr die Mobilität im Sprunggelenk wiederholt. By the way, wenn ihr jetzt das Problem habt, das besagte, dass ihr nach hinten kippt und euch das frustriert und ihr sagt, naja, ihr wollt trotzdem an der tiefen Hocke arbeitet, macht es euch bitte nicht so schwer. Versucht euch irgendwas hinter die Fersen zu legen. Nehmt also einfach am besten ein Buch, einen Yoga-Block. Ihr könnt das auch theoretisch mit einer Faszienrolle machen. Dann habt ihr wirklich relativ viel Spielraum. Ihr könnt ein Handtuch nehmen. Ich finde ein Buch insofern charmant, als dass ihr einfach die Seiten nach und nach umblättern könnt. Dann habt ihr zwar hässliche Fußabdrücke, vielleicht ein Buch, was ihr nicht mehr so häufig benutzen wollt. Aber wenn ihr da jeden Tag von den, ja, hier sind es fast 500 Seiten, eine Seite weiterblättert, dann habt ihr dann eine schöne Progressionsstufe und könnt auf einmal innerhalb von 480 Tagen sind es hier, ja, nicht ganz, 479 Tagen in dieser Position verharren und hat somit sukzessive eine leichte Verbesserung dieser Position. Zu den Kniegelenken. Die Kniegelenke haben jetzt hier keine riesige aktive Stellung, denn das ist ein Scharniergelenk, was quasi zusammengeklappt ist. Heißt, ihr habt hier eigentlich gar keinen Bewegungsspielraum. Es kann aber durchaus sein, dass ihr hier so ein bisschen Druck und Schmerzempfinden habt. Das liegt dann eigentlich daran, dass ihr selten in dieser zusammengeklappten Position seid, weil ihr in der Sitzbewegung, jetzt mit angewinkelten Waden natürlich, die Knie doch eher im 90-Grad-Winkel habt und selten über diesen 90-Grad-Winkel hinweg die Knie zur Brust führt. Das ist also nichts Ungewöhnliches. Weiterhin kann es aber auch komisch sein für die Oberschenkel, dass ihr hier eine erhöhte Zugspannung habt. Dadurch, dass ihr die Oberschenkelvorderseite doch in eine Art Dehnposition bringt, solltet ihr hier also genug Mobilität haben. Das Ganze könnt ihr trainieren, indem ihr im Vorfeld einfach mal in dieser Position verharrt, also den Fersensitz übt. Wenn ihr den nicht könnt, dann ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass ihr die tiefe Hocke perfekt beherrscht. Denn in dieser Position kommt hier etwas Zugspannung auch auf die Sprunggelenke, aber auch auf den Rectus femoris bzw. die umliegenden Oberschenkelmuskeln, die hier für die erhöhte Zugspannung zuständig sind. Ein Klassiker bei der tiefen Hocke ist auch die Innenrotation der Hüfte. Dabei wird bemerkbar, dass die Knie zusammengeführt sind. Das hat aber nichts mit den Knien zu tun, sondern mit der mangelnden Außenrotationsfähigkeit der Hüfte. Heißt, ihr könnt mit der Hüfte schlecht nach außen gehen, das Hüftgelenk öffnen. Das ist sehr typisch, da unsere Hüfte oftmals sehr degeneriert ist, weil sie sehr selten benutzt wird, weil ihr auch im Popo auf dem Stuhlplatz sitzt. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, meine Hüftdrills zu machen. Ich habe einen Beginner-Hüftdrill schon hochgeladen, auch den werde ich nochmal verlinken. Ansonsten könnt ihr, wenn ihr schon in diese Position kommt und jetzt eher so aussieht, also ihr quasi relativ eng zusammenliegende Knie habt, ruhig versuchen, mit den Armen aktiv so ein bisschen dagegen zu arbeiten, um mal hier ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Hüfte denn sich anfühlt, wenn ihr die öffnet. Da gibt es aber noch diverse andere Übungen, die ich auch sukzessive auf meinem Kanal erklären werde. Von der Hüfte zur Wirbelsäule. Ihr könnt super gut in dieser Position verharren. Das könnte auch so aussehen, ne? Also dass ihr euch sehr weit nach vorne lehnt. Das ist zwar nicht schlecht, um hier eine gewisse Mobilität in der Wirbelsäule zu erlangen, aber angenehmer ist es doch in dieser Position, da ihr zumindest im Alltag ja auch ohnehin sehr häufig schon in dieser Position verharrt, sprich mit einer nach vorne rollenden Brustwirbelsäule, diesem Geierhals
Und das wollen wir in dieser Hüftposition jetzt nicht unbedingt noch zusätzlich fördern, sondern wir wollen, dass wir eine gerade Brustwirbelsäule haben, aber halt auch den Buttring vermeiden. Heißt, da muss ich mich noch ein bisschen anders zu euch hindrehen, so dass wir hier nicht in so einer Rundrückenposition sind, sondern wir wollen versuchen, uns über die Bauchspannung vor allen Dingen, also Bauch einziehen, nach vorne drücken und über die Brustwirbelsäule aufrichten. Wenn ihr die Brustwirbelsäule nicht dementsprechend bewegen könnt, also wenn ihr dieses hier nicht könnt, dann solltet ihr euch mal Gedanken darüber machen, ob ihr nicht vielleicht an eurer Beweglichkeit der Brustwirbelsäule arbeiten solltet. Da habe ich ein Video zum Thema Rundrücken gemacht, da habe ich zumindest zwei Basisübungen mal zu erklärt. Zusammenfassend kann man sagen, dass die tiefe Hocke ein super Tool ist, weil ihr habt ja schon gesehen, ihr trainiert damit eure Fußmuskulatur, eure Sprunggelenksbeweglichkeit, die Außenrotation der Hüfte und ihr stärkt eure Brustwirbelsäule. Das Ganze, indem ihr einfach nur hockt. Viel besser geht's doch eigentlich gar nicht. Wenn euch das gefällt, dann gebt mir doch bitte gern einen Daumen nach oben. Ihr habt Fragen zur tiefen Hocke, ihr habt ein paar Sachen vielleicht nicht ganz verstanden. Ihr habt vielleicht andere Probleme als die, die ich jetzt im Video angesprochen habe, dann tobt euch bitte gerne in den Kommentaren aus. Wenn das zu sensibel für euch ist, könnt ihr mir natürlich auch gerne einfach eine Mail schreiben. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch auf meinen Instagram- und Facebook-Kanälen vorbeischaut. Die werde ich euch nochmal einblenden. Hier findet ihr immer nochmal kleine Erklärungsvideos zum Thema Mobility, zum Thema Bodyweight, zum Thema Körperhaltung, Functional Fitness, Natural Movement, zum Thema Füße, Faszien, Breathing und Meditation, also ein großes Gesamtpaket, für das ich plädiere und für das ich auch stehe. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr zwei meiner weiteren Videos nochmal anklickt. Das sind themenrelevante Videos, die ich vorhin auch angesprochen habe. Abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr über weitere Videos informiert. Ansonsten haut rein, bleibt geschmeidig, ciao!